Eins, zwei. Ah ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Zwei fehlen noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs haben wir. Und acht brauchen wir. Sieht fast so aus, als bräuchten wir die Hilfe dieser Affen, um den Schrein ganz zu durchsuchen. Da kann man wohl nichts machen. Retten wir eben auch noch die anderen. So ein Zufall aber auch. Wie konnte das so passieren? Das ist garantiert nicht vorhersehbar. So, hier rüber. Und Moment, ich hab einen witzigen Plan. Wenn das nochmal klappt. Scheiße. Gut, dann ist die Spinne halt schuld. Wo kommt das denn hier? So nach dem Motto gucken die immer so, pop, tot. Ich will den da runterkicken. Aber ich kann nicht über diesen verfickten Zaun drüber schießen. Moment. Drehung. Ist doch voll geil. Kann ich hier dran vorbei. Oh, das wird auch schwer. Bis nicht machbar. Jo, hat getroffen. Jetzt rennt er. Rennt er. Ja, nutze die Lampe. Du Mistkerl, hä? Was willst du? Na komm her, du. Jetzt reicht. Alter, nein. Das ist so gut. Lampenöl ist wertvoll, kostet nämlich Geld. Und wenn ich nochmal zu diesem Vogel gehe, wird er uns töten, weil wir geklaut haben. Wir sind ganz böse Links. Ja, wir sind voll linke Schweine. Ah, Flachwitz. Sorry. So. Hier ist Spinne. Ja, die Spinne. Oh, ich drück nach rechts und er klettert nach unten und das kotzt mich an. So etwas kotzt mich wirklich an. So. Oh, voll in den Arsch. Ich glaube, das tat weh. Das Efeu sieht doch, glaube ich, ein bisschen besser animiert aus. Falls es überhaupt animiert ist. Du stirbst! Und zwar jetzt. Indem ich dir... das tut weh. Allein schon mal drüber nachdenken, tut das wirklich weh. Na gut. So. War hier noch was? Nö. Außer ein Baum. Ein kleiner, schöner Baum. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mir schläft gerade das Bein ein, das ist auch super. Blume des Todes. Auf Darkness and Destiny mit Anlauf und Eigenrotation. Nicht. So, ach ja. Ich glaube, inzwischen kenne ich dieses Spiel so gut. Ich brauche nämlich... dich brauche ich. Gib mal her. Hallo. Und dann mache ich nämlich das. Oh, Scheiße. Ich glaube, das gibt Bauchschmerzen. Aber nur leicht. Da ist nämlich eine Truhe und die will ich haben. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich will es trotzdem haben. Ein Schlüssel. Okay, dann war sie doch wichtig. Sehr gut. So. Da ist wieder eine böse Blume. Böse Blume! Uppjestoche. Habt das gesehen? So, jetzt ist die Frage. Funktioniert das so, wie ich es mir vorstelle, indem ich einfach den da umherfliegen lasse? Ei, 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 Bums. Kaputt. Sehr schön. Wieso jetzt diese Melodie kam, ich weiß es nicht. Es war eigentlich ziemlich unnötig. Aber was soll's. So. Schwindel. Was war das? Hat man richtig gesehen im Gesichtsausdruck. So. Affe rastet aus. Ah, natürlich. Müssen wir mit Bomben. Aber erstmal die Blumen hier. Wow, das war riskant. Wir sind einfach drüber gesprungen. Wieso, lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Aber wir konnten es halt. Nein, friss mich nicht. Haha, bist gestorben. So. Holen wir uns nochmal die Bombe. Hui.
Mal ein Glück, dass sie nicht gegen die Kante da geknallt ist. Wäre sie nämlich gegen die Kante geknallt, hätte es einmal gerumst und wir hätten jetzt ein Herz weniger. Oder zwei. Oder vier. Weil wir nur drei haben. Ja. Ich muss mich jetzt mal umsetzen, weil... Boah, das tat gerade weh im Bein. Ich setze mich immer so halb in Schneidersitz und irgendwann schläft dann das Bein ein. Das ist so bei mehrstündigen Aufnahmen, was ich durchaus schon hatte, nicht so geil. Bei dem ersten Livestream zum Beispiel habe ich das auch gemacht. Resultat: nach dem Livestream taten mir die Beine richtig weh. So, wir haben den Schlüssel für woanders. Man konnte direkt von hier... Nein, konnte man nicht. Ach so. Ich hatte mich gerade schon gewundert, hey, man konnte auch da direkt hochklettern ohne den Umweg. Nein, konnte man nicht. So, es fehlt noch ein Affen, den holen wir uns jetzt noch. Machen wir auch den Bossfight? Ich weiß es nicht. Es sind noch 10 Minuten. Bossfight würden wir theoretisch gesehen wahrscheinlich sogar noch schaffen, aber da kommt eine Cutscene. Und ich will jetzt nicht unbedingt die Cutscene machen, weil die dauert einfach mal ewig. Heben wir uns das Ganze einfach für den nächsten. Für die nächste Aufnahmesession auf? Ich weiß es nicht. Ich meine, euch kann es eigentlich scheißegal sein, weil es kommt nur ein Part von Zelda die Woche und well, ne, also nächste Woche, wenn ihr das jetzt seht, müsste theoretisch gesehen der, lasst mich überlegen, 29. ist der erste Part von dieser Session, der 3., 4., 5., 6. ist der zweite Part. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Oh, Freitag der 13. Lecco mio. Da kommt dieser Part raus. Wenn ich mich jetzt nicht verschätzt habe. So, weiter mal hier. Wieder die Arschlochplatten. Da wir natürlich jugendfrei sind, habt ihr das gerade nicht gehört mit Arschloch. Wobei das theoretisch gesehen nicht mal eine Beleidigung ist. So. Gib mir das Rupi. Natürlich. Einfach mal den Rubin geholt, weil der ist wichtig. So, wo haben wir noch einer? Da hinten. Aha. Du willst uns also ärgern. Kannst du vergessen. Nicht mit uns! Kommt runter, wird sofort aufgeschlitzt. So, da ist nichts drin. Irgendwo war hier nämlich eine Truhe drin, hinten. Bum die bum. Boah, so viel Geld, was man in Dungeons finden kann, ne? Das ist unglaublich. Hier irgendwo war es. Die haben das Spiel umprogrammiert, glaube ich. Bin ich jetzt doof? Hier soll irgendwo eine Truhe sein. Ach ja, da oben drauf. Natürlich. Hier komme ich nicht so einfach hoch. Nö. Also muss ich natürlich den Weg gehen. Natürlich diesen merkwürdigen Gang, der so mitten durchs... natürlich zu einer Spinne führt. Hallo! Bin ich gerade kurzzeitig gerutscht. Irgendwie funktioniert das mit dem Zustechen nicht. Jetzt. Keine Ahnung wieso. Die ganze Zeit klappt es nicht und irgendwann klappt es einfach mal. Spinne. Ha, daneben. Oh nein, mein Arsch. Eigentlich ist das ja schon irgendwie so ein bisschen Tierquälerei, ne? Ich mag zwar Spinnen nicht, aber... töten kann ich sie auch nicht, also tue ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, mache ich einfach nicht. Meistens versuche ich sie irgendwie rauszusetzen und hoffe einfach nur, dass sie mich, wenn es geht, nicht berührt. Ich mag Spinnen nicht. Wobei es immer drauf ankommt, diese ganz kleinen, die finde ich voll niedlich. Aber so ab der Größe ungefähr, da wird mir ganz anders. Vor allem diese dick behaarten, ey. Ich könnte ausrasten. Ich hatte auch mal eine direkt neben meinem Bett und ich kann die Viecher ja auch nicht anfassen. Ich habe tierische Panik davor, ne? Und da musste ich tatsächlich meinen Vater rufen, dass der sie bitte für mich entfernt. Der fand das sehr lustig. Er hat sich auch sehr darüber lustig gemacht. Im Gegenzug hat er nicht Panik, aber er mag keine Ratten. Und ich hatte mal Mäuse. Ihr könnt euch, denke ich mal, schon vorstellen. Oh, noch ein Stempel. Hylianisch N. Yay. Naja, ihr könnt euch ja vorstellen, worin das endete. Also das mit der Spinne, das war natürlich lange, nachdem ich die Mäuse hatte, weil das hätte er sich wahrscheinlich dann nicht getraut.
Aber was soll's. Ja, und meine Mutter zum Beispiel hat Panik vor Spinnen. Schlangen. Nicht Spinnen, Schlangen. So. Ich habe Angst vor Spinnen, beziehungsweise... Nicht Angst, ich kann die Viecher einfach nicht ab. Mein Vater vor... Ja, Ratten. Keine Ahnung wieso. Kann ich nicht nachvollziehen, ich finde die Viecher süß. Und meine Mutter vor Schlangen. Ich mag Schlangen. Außer wenn sie beißen, das tut weh. Das tut echt weh. Ja, ansonsten eigentlich voll süß. So. Hey. Na schön, die Affenschaukel des Todes. Ich glaube, so habe ich es schon mal betitelt. Wollen wir es einfach mal probieren? Ha! Yay! Nice. Es hat funktioniert. So, jetzt ist die Frage. Gibt es hier bitte Feen vor dem Dungeon? Ende? Vor dem Bossfight? Eine Fee. Ich hab das Fee in die Flasche. Du fängst eine Fee in der Flasche. Sie gibt dir Herzen, wenn du sie am nötigsten hast. Lege sie auf bla bla bla. Nein, wir legen die jetzt schön wieder zurück, weil jetzt eine Fee aus Versehen einzusetzen, wäre fatal. Deswegen nutzen wir die Lampe. So, damit haben wir allerdings noch keine 60 Minuten um. Das ist doch kacke. Na gut, wisst ihr was? Wir starten durch. Yeah! Part mit Überlänge. Alle freuen sich. Der Bossfight. Mit 3 Herzen wird er im Heldenmodus. Fuck. Ich glaube, der wird übel. Lilanes Wasser, mein Freund. Trink davon und du verreckst. Yay! Das sieht wirklich nicht gesund aus. Da hat jemand ordentliche Blähungen. Ich mochte die kleinen Blumen schon nicht und jetzt kriegen wir so große. Nachtschattenparasit. Planta Inferna. Nein! So, und der nächste ist dann der. Leg los! Nicht zu mir, die Bombe, du Idiot! So, so. Snack mal auf. Abgesoffen. Johoho, eine Buddel voll rum. So, nein, das wollte ich doch gar nicht, Nein, 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 nein. So, beißt du? Ja, und dahin bitte. Das ist gefährlich. Bombe zur Pflanze bitte. Ja, genau so. Das war ja einfach. Nur 1,5 Herzen verloren. Scheiße. Oh oh. Nicht so gut. Wo sind die ganzen Bomben hin? Wir haben keine Bomben mehr. Scheiße, wir werden verrecken. Wir werden Wow, das war knappen. Hilfe! Nein, ernsthaft. Hilfe! Hm? Das Affe. Ah. Bomben. Geil. Okay, wir sollen also den Affen anvisieren. Den Affen anvisieren. Nein, nicht. Keine schlaue Idee. Wow, hier friss. Hat nicht ganz funktioniert. Na gut. Am einfachsten ist übrigens tatsächlich, wenn man so und dann direkt den großen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Nein. Scheiße! Schmerz. Affe,
We need some help. Okay. Also erst Affen, kleine Pflanze, Tschüssikowski. Le Fee hat uns gerettet. Danke. Es wäre übrigens sehr geil, wenn man sich bewegen könnte, während das alles passiert. Ja, und da. Jetzt, flieg doch nicht bis sonst wohin. Ah, ich glaube, das tat weh. Abgesoffen. So, Affe. Ja, kleine Pflanze und Tschüssikowski. Gib die Bombe! Friss und stirb! Boom, bitch. Get out the way. Und dann... Der... Und die? Es funktioniert. So, Schwert zücken und... Können wir eigentlich einen Fangstoß machen? Ich glaube, das können wir beim nächsten Mal tatsächlich. Natürlich kommen die wieder hoch. Scheiße! Säure! Yay! Wow! Säure ist alles andere als lustig. Es ist so ein ekelhafter Nebel in der Luft. Affe! Affe! Come on! Come on! Jawohl. Ja, nee. Ja, nein. Hä? Okay, es hat funktioniert ohne Fangstoß. Wir haben einen Boss mit einem Fangstoß besiegt. Das ist, glaube ich, auch der einzige Boss, den man so besiegen kann. Witzigerweise. Ich wusste gar nicht, dass er trotzdem funktioniert, auch ohne, dass man die Klagen kaputt macht. Das war eigentlich durch Zufall, dass er dagegen geknallt ist. Musik voll laut! Yay! Das sieht ekelhaft aus. Puff. Ja, schon wieder diese Pixel-Power. Oh nein! Und das in HD-Zeiten. Oh, das ist schnell eskaliert. Was ist das? Hä? Gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Dark Side of Force. Genau. Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, dass... gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Ob das wirklich so einfach ist und ob das hier wirklich reicht? Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle, über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Hä? Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vorher nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Ja, sollten wir wirklich. Ich sage ja nur... Heldenmodus. Her damit. Herzcontainer erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Yay! Geilo! So, und Tschüssikowski. Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Den Herzcontainer? Nein! Scheiße. Das wäre wirklich sehr ärgerlich. Hui! Wir haben uns im Pixel aufgelöst und sind davon geflogen. Ist geil, ne? Spiel speichern. Ja. Es sieht aus wie Majora's Mask. Soll aber wahrscheinlich den Schattenspiegel. Ich habe nichts gesagt. Die Leute, die das Spiel nicht kennen, die sollen noch nicht wissen, worauf es hinausläuft. So. Diese Datei überschreiben. Jo. Nehme ich auf? Ja, zum Glück. Lukas, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Westen, so gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird von den Schatten regiert.
Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also, von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Westen, in das Gebiet Eldin. Toll, was? Das wird uns die Suche viel leichter machen. Und die anderen Lichtgeister willst du natürlich auch retten, oder? Mach dir keine Sorgen, ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also finden wir erstmal den Eingang zu den Schatten. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Man sieht sich. Und tschüss. Okay. Sehr schön. Wir haben jetzt... Wow, das hat ja mit dem Bossfight doch nicht lange gedauert. 10 Minuten. Läuft. Gut, dann würde ich fast sagen, beende ich hier jetzt die Aufnahmesession. Wir haben jetzt über eine Stunde aufgenommen. Das sollte erstmal reichen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar. Das freut mich wirklich sehr. Und ich antworte meistens eigentlich auch. Und ich sag tschüss und bis dann irgendwann, euer Renji. Bye!